Hallo, und da sind wir wieder. Weiter geht's. Wir haben jetzt ein bisschen Stildust bekommen hiervon. Hiervon. Da. Und jetzt, wenn wir das folgendermaßen machen, normal müsste man das jetzt in Blast Furnace eigentlich reinmachen oder in Alloy Smelter würde auch klappen. Oder eben in Blast Furnace. Ich habe da keine Lust, deswegen nehme ich diese Variante. Steel plus Midget ist Steel Ingot. Ich bin ein oder anderen vielleicht ein bisschen cheaten, aber das ist mir eigentlich ehrlich gesagt ganz egal. Ich mache es so einfach, weil es einfacher ist und ohne Grund gibt es auch gewisse Mods nicht. Ich finde das jetzt nicht so übertrieben cheatig, aber okay. Das muss ja jeder selbst wissen. Ich mache es so und fertig. Wenn es nicht gefällt, dann kann es ja gerne anders machen. Muss es ja nicht so machen, wie ich mache. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Man muss es ja nicht immer so machen, wie es jeder macht, sondern man kann es ja auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen anders machen. Und auch ein bisschen den Mods nützen und nicht nur immer dasselbe. Weil ich habe jetzt echt keine Lust auf ein Blast Furnace, da ich ja jetzt eben mit Rotorycraft Mechanismen und so ein bisschen arbeiten möchte. Und durch Quechtech ist das halt ein bisschen schwieriger. Deswegen okay. Ich glaube, da verzeiht ihr mir. So, die Musik muss ich wieder lauter. Wenn wir das Herz haben. Und wenn ihr mir nicht verzeiht, ist es mir eigentlich auch egal. Ich mache es ja trotzdem, ob ihr wollt oder nicht. Nee, Scherz. So. Steel und Osmium. Haben wir schon ein Osmium? Ja, klar. So, so. So, einmal Maschinencasing haben wir mal gleich. Nehmen wir mal nicht gleich zwei, dann machen wir nur eins. Sicher, sicher. Links, West, L. So, so. 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 So, so. Und in der Mitte war. Nee. Keine Ahnung, was da jetzt gerade war in der Mitte. Also Gold. Gold, Gold. Gold habe ich nicht viel. Das heißt wiederum, wir werden jetzt zwischendurch trotzdem die andere Baustelle angehen. Ja, hier arbeitet vor sich hin. Mit anderen Baustellen meine ich hier. Endlich die Fassade wieder aufbauen, dann kann ich hier mit den Weine alles durchjagen. So, ich habe wie gesagt mehr gebaut, wir brauchen aber hier nur vier. Dann brauchen wir. Ich habe keine Pumpe hier. Wo ist die Pumpe? Hat die vergessen Nachbau? Genau, Industrial Coil sind auch leer wieder. Aber wo ist so eine DC-Pumpe? Pumpe. Warum habe ich keine Pumpe? Hallo Pumpe. Naja, dann bauen wir uns halt eine. Das brauche ich. Das, das. Mehr kann ich von hier nicht gebrauchen. Den Rest muss ich von drüben nehmen. Aber komisch. Ich dachte, ich habe eine gebaut gehabt. Impeller ist. Haben wir hier einen Impeller? Glas und Base. Achso, Glas habe ich vergessen. Vielleicht hatte ich das vorgehabt zu bauen, aber wieder vergessen. Kann natürlich auch sein. Möchte ich ja jetzt nicht abstreiten, dass sie verschwunden ist. Muss nicht sein, könnte aber sein. Das ist natürlich das Nächste. So. Ich glaube, jetzt habe ich es noch ein bisschen im Kopf. Der da oben hin und in der Mitte. Ne, der da. So. Oder auch doch nicht. Also oben Glasplatte kommt hier noch rein. So. So. Zack, Bombe. Okay, dann haben wir die auch. Musste ich halt jetzt leider selbst bauen. Wassereimer habe ich drüben. Weil ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt hier das Universal Kabel, was ich schon habe, wo ist denn das?
Vielleicht brauche ich die Speichereinheit ja gar nicht. Ich werde es nur mal kurz testen. So. Ich weiß, das ist ein Hin und Her. Ich weiß wieder, dass ich vergessen habe, die Zeit zu stellen, aber okay. Aha, also der connectet hier nicht, der connectet nur da, ja, fast. Mal gucken, ob er es schafft, vielleicht schafft es ja das. Joule, Universal Electricity. Ja, Mechanismen, was hat ein Mechanismen für eine Stromeinheit? Eigentlich auch Joule, oder? Kilojoule, ja. Wir brauchen Watt. Jus 78 kW. Ah, aber mit 2? Wartet mal. Wenn ich jetzt zu 2 zusammenschließe, müsste das ja eigentlich theoretisch 93. Der bleibt ganz. Naja, vielleicht bleibt das sogar. Vielleicht klappt das so. Scharf, ich will hier nicht reingehen. Du wirst verbrennen, glaub's mir. Du wirst verbrennen. Schwein, du. Nein, Schaf. Entschuldigung. So, dann hier nochmal wieder alles. Also nee, die DC Engine brauche ich für die Bombe. Wenn ich hier 4x4 mache. Achso, ja. Bin auch doof. Wisst ihr das eigentlich? Bauen wir mal die Steam-Generatoren hier. Könnt ihr überlegen, von hinten Wasser. Geht ja, oder? Ja, ja, klar. 1, 2, 3, 4 mal. Da kriegen die von hinten Wasser, dann geht das Wasser hier rauf. Das heißt, hier machen wir das Wasserbecken. Wasser. Und so, dann füllen wir gleich die zwei einmal wieder, weil vielleicht verschwindet das Wasser zufällig. Man weiß ja nicht, so das, das und ein Behelfsblock. Dann möchte ich die Pumpe hier, die Pumpe platzieren und hier die Engine, nicht da oben, sondern eins darunter bitte. So. Also die braucht ein Restsignal noch, genau. Jetzt dachte ich mir gerade, warum tut die nichts? Ah, und das rattert wieder wie wild. So, und dann zack, zack. Und das funktioniert so nicht, wie ich möchte. Nee, okay. Weil ich gleich umbauen müssen. Der eine oder andere weiß warum. Ich könnte das Ganze eins weiter nach links rücken. Das wär's. Das werde ich auch machen. So, du weg, du weg. Du und du. Dann kommt die Pumpe hierhin. Und die Engine dann auf die Seite. So. Den Schalter vorne hin. Oder eigentlich können wir hier. Geht das so? Nee, geht nicht. Na komm. Können ja hier noch Marbel. Ich mache jetzt einfach mal Marbel, ist doch egal. Geht das auch nicht. Mich verarschen. Falsch stehen wollte ich den DC-Motor. Nicht den verkackte Steam Engine. Warum sagt denn eigentlich keiner was von euch? So. Jetzt wird das mit dem Schalter auch klappen. Ja. Gut, dann kommt hier noch die Steam Engine hin, die vierte und dahinter noch ein Wasserkäbelchen. Und dann geht es ja eigentlich immer noch nicht so, wie ich möchte.
Denn wenn ich hier dann aufbaue, ja, kommt Wasser raus. Das heißt für mich, ich muss das Ganze ein bisschen umbauen. Zwar, nee, hier nicht, hier außen muss ich. Hier, hier. Oh. Am besten hier machen wir Eis rundherum und dann passt das auch wieder. So, so. Dann die eine Eimer wieder. Mal weg hier. Du auch weg, so. Den dahin. Und du. Nein, so hin. So sollte eigentlich passen, oder? Oder ist da hinten noch fließendes Gewässer? Egal, kippen wir es einfach rein, dann wird schon passen. So, dann jetzt aber. Hier die Pumpe. Hier die DC Engine. Und jetzt geht's. Genau, und jetzt kann ich hier unterhalb dann überall schön Netherrack platzieren und anzünden. Damit die Steep Engines hier funktionieren. Zack, zack. So. Habe ich natürlich noch Netherrack, habe ich aber kein Feuerzeug habe ich mit. Feuerzeug müssen wir uns holen. War ja eigentlich auch nicht geplant, dass ich das jetzt mache, aber okay. Muss auch sein, Feuerzeug. Wird wahrscheinlich wieder irgendwo liegen und ich werde es nicht mehr finden, aber okay. Machen wir uns ein neues. Ja. Steel und ein Flint. Jetzt ist die Frage, Flint ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Flint, Flint, Flint. Habe ich auch nicht mehr, das heißt ich muss. Ja, was. Ich muss gar nichts. Ich muss kacken gehen. Das ist das Einzige. So, die Musik nervt so. Dann zack, 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 zack. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das muss Feuer sein. Das darf keine Lava sein, sonst explodieren die zu schnell. So, Wasser wird genügend geliefert, schätze ich mal. Okay, die lädt dann noch auf, das heißt, das dauert noch ein bisschen, aber es haben alle auf alle Fälle was. Ne, alle haben noch nicht Wasser. Die hat noch kein Wasser. Nein. Ich glaube, da werde ich aber sicherheitshalber mal das Feuer ausmachen da unten. Damit uns die nicht hier explodiert, weil die hat dann noch kein Wasser. Die füllt sich gut. Dann brauchen wir noch ein paar Teile. Und zwar werden wir jetzt hier die Dinge brauchen. Und den hier und den hier. Da habe ich noch so einen gecraftet. Das ist ein einfacher. Und wir werden den hier rausbauen. So, die drehen sich schon mal. Produzieren jetzt schon und hier, ja, das passt. Das heißt, der hier, dann der wird so gedreht. Rot ist Ausgang, gell? Haben wir gelernt. Ja, ich weiß gar nicht so. Ah, okay, rot Ausgang. Das heißt, der muss so platziert werden. Okay. Ausgang und hier muss der Ausgang dann. Nee, wartet mal. Du musst. So musst du hin, genau. Und hier muss ich wieder Feuer machen. Ja, der füllt sich jetzt. Dann kann ich hier wieder anzünden. Zack. So. Dann produziert er dann auch mit später mal, wenn er heiß genug ist. So. Wichtig ist, dass er Wasser hat. Dass alle Wasser haben.
hin, ja. 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 Die Pumpe hat natürlich noch nichts, weil hier noch gefüllt wird. Das habe ich extra hier hingebaut, damit wir ein bisschen weg sind von Lärm. Wir können das ja natürlich damit Soundmuffler leiser machen. Aber trotzdem. So, und dann. Ja, eigentlich Gwinder oder Industrial Coil. Das ist jetzt. Ich habe leider noch nichts rausgefunden, wie man es schafft, zwei Geräte daran zu hängen. Es fehlt hier sowieso noch der da. Input ist orange und Output ist auch orange, echt. Oh, scheint so. Wenn sich die dann anfangen zu drehen, bis die Temperatur erreicht hat von 100 Grad, müsste das passen. Und der Grinder kommt dann hier dran. Und müsste laufen, jawohl, alles im grünen Bereich. Sehr gut, jetzt können wir hier dann den Grinder aktivieren. Und hier scheint eigentlich auch alles. Gebane Laber, selbst schuld. Ich hab dir gesagt, ich hab's dir gesagt, Freunde. Wir werden jetzt einfach mal testen, wenn wir das ME-Drive da ranpappen. Mit 2 4K-Dingern rein. Was er dann macht, ob dann die Energieversorgung noch immer hält oder. 5, 4, nee, jetzt wird sie schwächer. Jetzt wird sie schwächer. Das ist natürlich doof. 4, 3, ja. Schade, wäre cool gewesen, das ME-System mit diesen Dingern da am Laufen zu halten. Wir könnten trotzdem noch solche bauen. Ich werde dann noch einen bauen. Noch ein anschließen. Mal gucken, ob wir es dann schaffen. Heat. Ach, der muss jetzt mal so laut getan. Wir brauchen noch einen Heat-Generator. Das war Cobblestone. Der hier, ein Osmium haben wir gesagt. Das und oben drüber war Eisen. So. So. Was? So. So, so. Und unten war Kupfer. Ah, okay. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. So, Eisen, das war oben. Kupfer. Zweimal Holz und ein Osmium, oder? So. Genau, Kabel haben wir, das haben wir, passt. Jetzt habe ich eigentlich das Loch zugemacht, bin erst wieder reingefallen, nicht docker. So, jetzt nehmen wir einen Eimer hier, nehmen die Lava hier raus, pack sie hier rein. So, du. Ne, du weg, das war schlecht. Kommt wieder hier hin, denn hier kommt der hin. Der produziert jetzt auch ein bisschen. Können wir da wegmachen. Storage. Maximal Output 200 Joule. Produziert 10 Joule. Produziert 15, weil er 3 Lavaquellen hat. Passt. Dann kriegst du auch noch eine Lavaquelle hier. So. Zack. Und unten müsstest du ja auch noch eine haben, oder? So. Au, das war falsch. Der sollte eigentlich hier hin. So, jetzt müssten eigentlich alle drei 15 produzieren. 15? 10. Warum nur 10? Achso, ja, logisch, Trottel. Warum nur 10, ja. 15. Dann gehen wir hin, machen. So und so, so dazu, hierzu und
Den da weg. Den vollen wieder hier vorne hin. Zack. Und schütten hier noch einen Lava-Eimer drauf. Und hier noch einen Lava-Eimer drauf. Dann müsste, denke ich, der Hitzegenerator auf 15 produzieren. Der da hinten 20. Und jetzt sollte das genügen vorerst mal. Und wir wollten ja noch eine Energiequelle bauen. Ein Storage-Einheit, das geht sich die Folge nicht mehr aus, das machen wir in der nächsten. Ich weiß, das dauert immer alles so lange, aber tja, shit happens. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.